Nein, ich muss erstmal schütten. Ich muss erstmal laufen. Jo Leute, was geht? Ihr geht wieder weg am Stissel. Heute wieder auf der 300er. Alter! Heute meine Meinung zu Hamburg Greedy Kids oder wie ich jetzt gerne sage, Hamburg Houston Boys. Ja Leute, ich muss euch ehrlich sagen, mit Hamburg Greedy Kids geht ihr mir voll auf den Sack, meine Meinung zu. Ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu. Allgemein durch Instagram und YouTube kenne ich eigentlich bloß Hagen und Max. Oder Max oder was auch immer, ist mir scheißegal. Die anderen kenne ich alle nicht. Hamburg Greedy Content auf YouTube geht so. Also, ich habe mit Stunten nichts zu tun, weiß ich nicht, gucke ich mir nicht an, muss ich ganz ehrlich. Den Lifestyle, den sie so ein bisschen vertreten in den Videos, fühle ich auch absolut ja nicht. Mit Haufen Saufereien und was ich und Assi drauf sein. Fühle ich einfach null, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich fühle mich gerade ein bisschen genötigt, dieses Video zu machen, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil mir so viele Leute, unter anderem auch zu Blackout, einfach nur auf den Sack gehen. Blackout kommt zum Schluss. Und dann will ich mit dem ganzen meine Meinung zu erstmal einen Haken hintermachen. Ich werde auch kein Video zu irgendwelchen JP-Performance oder was weiß ich, was ihr mir da geschrieben habt, ja. Moji interessiert mir auch einen Scheißdreck. Der fährt ein bisschen durch die Gegend, der lasst ja auch den seinen Scheiß machen. Ja, ist mir halt scheißegal. Soll er machen. Ich hab mit dem nichts abzumachen, also alles gut. Und wie gesagt, ich fühle den Content von denen einfach null. Klar, diese in manchen Dingen fühle ich das schon ein bisschen, gerade dieses ein bisschen assi sein, so bin ich ja auch, ja, keine Frage, das streite ich ja nicht ab. Aber ich finde, da ist es ein bisschen immer doll übertrieben. Saufen ohne Ende, Alter. Der eine weiß nicht mehr, wie er nach Hause kommt. Der andere pennt draußen, stirbt gefühlt fast in den Videos, weil sie so hart abschießen. Verstehe ich null. Ich bin noch absolut ja kein Mietgänger, also dass ich auf irgendwelche Miets gehe, weil so weit, ey, ohne Spaß, ich war auf dem Epic Miet. Es war der reinste Schmutz. Ich war da gewesen. Nie wieder. Ich bezahle nicht Haufen Kohle dafür, dass dauerhaft Krach ist. Der Haufen Vorschriften da gibt und all so eine Scheiße, hat gar keinen Bock drauf. Fühle ich also den Punkt auch nicht. Hat ja im Allgemeinen nichts mit denen zu tun. Ja, ich fühle das nicht, kann ich ja so sagen, alles gut. Was die Jungs machen, können sie gerne machen. Die sind ja in der Stunt-Szene nun mal sehr, sehr aktiv. Alles gut. Die haben ordentlich was drauf, aber ich fühle das einfach nicht, weil ich halt vom Stunt nichts. Es ist mir einfach nichts, ne? Und ich ziehe Kennzeichenschleifen. Coastern oder Stoppies, das, was ich zumindest mache mit der Supermoto mal jetzt als Beispiel, zähle ich nicht zum Stunten. So, mehr, was ich, alle das, was ich mache mit der Supermoto, mehr möchte ich auch ja nicht können, ja. Also ich will hier nicht circlen oder was ist der Geier, was ist mir alles scheiße, ja, interessiert mir halt ja nicht. So, also die Jungs können machen und tun, was sie wollen, ist mir eigentlich Wumpe, ja. YouTube und Instagram technisch kenne ich, wie gesagt, nur diesen Max und Hagen und Max ist mir einfach absolut unsympathisch. Manchmal hat man so ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten. Alles in Ordnung. Sag ich auch ja nicht zu. Ihr habt mich auch mal gefrontet mit einem Fruchtzwerg da in der Instagram-Story. Bin ich gar nicht großartig drauf eingegangen. Ich hab dazu bloß Folgendes gesagt, dass wenn er auf Größe gehen will, in meinem Fall, wie gesagt, ich bin 1,70 groß, fühle mich jetzt nicht klein oder so. Und er der Meinung ist, er müsste auf Größe gehen. Da hätte er vor 20 Jahren aufstehen müssen und irgendwie auf Größe gehen müssen. Dann hätte mich das vielleicht getroffen, aber mittlerweile, das ist mir halt scheißegal. Vor allen Dingen, was andere über mich sagen, es interessiert mich nicht. Ob die sagen, was machst du für eine Scheiße, Assi, bla bla, es juckt mich null. Ich mach trotzdem genau das gleiche wie vorher auch. Scheißegal. So, wie gesagt, ein bisschen fronten ist ja kein Problem. Man kann sie hin und her fronten. Persönlich kenne ich nicht. Kann sein, dass man sich persönlich versteht. Ne? Ja, und mit Hagen. Der ist mir auch so ein bisschen unsympathisch auf eine Art. Und wer auf einer Supermoto mit einem Integralhelm fährt, da bin ich schon raus. Ne? Da keine Frage.
Es ist heute einfach scheiße windig. Der Wald ist absoluter Schmutz, ja. Ich habe für so ein Video nicht mal Bock, irgendwo großartig hinzufahren. Hier ist nur Wiese in dem Augenblick und ein bisschen Scheißwald. Deswegen stehe ich hier gerade und laber nur. Aber ansonsten muss ich sagen, den Content von Hagen am Step heißt der Kanal, glaube ich. Den fühle ich. Ja, also er macht coolen Content. Der wird auch gut geklickt für sehr wenig Abonnenten, die er hat. Was ich ihm auch gönne. Ja, allgemein, wie gesagt, sollen sie alle machen, was sie sollen. Wenn man sie gegenseitig ein bisschen frontet, halt nichts dagegen. Und ja, ich kann weiter dazu nicht sagen. Jetzt habt ihr meine Meinung dazu. So richtige Meinung habe ich zu den Leuten einfach nicht. Ja, und damit sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen kahn. Guck doch mal, es ist doch hier nur Pisswald, ne? Es liegt hier nichts drin rum. Wiese, Schmutz, Kunst. Das Wort. Oh, jetzt kannst du hier hochfahren, dann kannst du auch fahren. Wow, können wir dreimal in der Hände klatschen, das war's.